Nein, ich habe eine Durchfallstrafe, weil ich auf das Delta nicht geachtet habe. Das gibt es doch nicht. Oh Mann, nein. Verdammt nochmal. Heute läuft gar nichts. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Ligarennen heute aus Kanada. Ja, für mich eigentlich Position 6 und für meinen Teamkollegen der Knitti, der heute wieder am Start ist. Hallo Na. Ja, geht's eine Position nach vorne, weil der gute Thunderstorm leider nicht mehr dabei sein kann wegen Internetprobleme. Thunder, falls du das siehst, tut mir echt leid für dich. Ja, das Rennen wird zu, könnte man sagen, 95% Regen. Also eine Menge Spaß. So, in diesem Sinne, schöne Unterhaltung, viel Spaß und ich habe das Ganze für euch nochmal, wie sonst auch, zusammengeschnitten. Also, let's go! Ja, nice, ey. Das war aber knapp, ey. Vogel, ey. Versuche, das war aber knapp, mein Kollege. Leute! Oh, Jungens! Okay, Sasuke lässt mich vorbei. Danke, Mann. Ibo macht einen Fehler, Quersteher nach der Haarnadel. Und jetzt side by side die gerade runter. Oh Mann, ey. A new strategy is available on the MFD. Jeff, jetzt nicht mit deiner Wunschstrategie. Tibor hat 3 Sekunden. Antion dreht sich. Check your MFD for a new strategy option. A new strategy is available on your MFD. Safety car. We can't take you right now. Pit in next lap. Antion wird disqualifiziert. Nein, ich habe eine Durchfallstrafe, weil ich auf das Delta nicht geachtet habe. Das gibt es doch nicht. Oh Mann, nein. Verdammt nochmal! Heute läuft gar nichts! So. Was? Boxenstopp? Achso. Ich dachte gerade. So, jetzt ziehen sie alle mir vorbei. Aber das Gute ist, man verliert hier nicht so viel Zeit. Das ist der einzige Vorteil. Denn man verliert genau 18,1 Sekunden. Der Mutter hat sein Auto zerlegt. Nein. Vettel Hamilton Kurve. McGill bekommt eine 5-Sekunden Strafe, weil Leivox eben hinten drauf gefahren ist. Super Codemasters. Tolles System. Toll. Einfach toll. So. Safety Car kommt ein erneutes Mal rein. Jetzt heißt es, Reifen auf Temperatur ziehen. Aber nicht den gleichen Fehler machen wie in Spanien. Wir wissen ja alle, was da passiert ist. Nein, ich drehe mich! Scheiße.
Geiles Manöver gegen Meckel. In. Fahr innen durch. Ich hab selber Probleme. Okay, lass mich durch. Danke, Mann. Versuche dreht sich. Oh. Komm schon, Mann. Ich will an Spooky vorbei. Vielleicht jetzt. Ja, 3/10. Hallo, ich zeig mich mal. Scheiße. Wetterbericht. 10 minutes left of this rain, then we think it's gonna dry up. 10 minutes, it's hard to say if inters or wets are better right now. A new strategy is available on the MFD. Ich fahr auch rein, hol mir die Inters. Wie weit bist du vor mir? Ich bin auf Platz 5. Also jetzt in der Haarnadel. Spooky dreht sich weg. So, jetzt Attacke. Komm. Komm, gib Gas. Ich Jawohl. Mach ein bisschen langsamer auf der Geraden und dann. Ja, das wird eng. Bin ich gleich hinter dir. Aha, Photon fährt auch rein für Inters. Okay, das Timing passt. Das ist schon mal schön. Wunderbar. So, Inters drauf. Ja, ich bin jetzt in der Box. Fahr gerade rein. Okay, bin raus. Okay. Könnte knapp werden. Vielleicht müsstest du 1 oder 2 Sekunden warten, aber ansonsten passt das. Nee, ich stehe. Oh, super. Mickey, komm schon, Mann. Okay, danke. Oh. Das war aber ein Close Call. Versuche versucht allen Ernstes mit den Brets Richtung Podium, obwohl auf Platz 3 ist. Kollege, das ist aber gewagt. So, Capo jetzt auf 3. Danke, Laura. Verdammt. Bremst. Ah, es hat Zeit gekostet. Versuche, Mann, du hältst mich auf. Du hältst mich auf, Mann. Jawohl, geschafft. Jetzt muss ich 4 Sekunden gut machen auf Capo. Ja, das kann ja was werden. Safety Car! Was? Ich bleib. Alles andere wäre Schwachsinn. Mitty? Nein, du hast eine Durchfahrtsstrafe. Was hab ich denn eine Durchfahrtsstrafe gekriegt? Ah, fuck, genauso wie ich, ey. Ich hab auch nie aufgepasst. Ist das ärgerlich. Scheiße!
Das dann 15 Sekunden und ich kriege instant eine Durchquatschstrafe. Oh Mann, ey. Kann ich die während des Safety Cars absetzen? Nein, 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 kannst du nicht. Wir bleiben also nur entweder Runde 33 oder 34. Nein. Nein, ich falle nicht weit zurück. Hör auf, mich voll zu sülzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Safety Car Phase, liebe Freunde, die kommt mir eigentlich wie gerufen. Denn ich kam an Capo nicht wirklich heran. Was ist das denn jetzt? Die ganze Strecke ist ja auf einmal abgetrocknet. Oh nein, ey. Von jetzt auf gleich ist die Strecke komplett abgetrocknet. Ihr wollt mich doch wohl verarschen, oder? Was für ein Katastrophen-Grand Prix. Und jetzt scheint die Sonne auch noch, jawohl. Warum trocknet die Strecke so schnell ab? Könnt ihr mir das mal erklären? Sekunden. Oh nein, Alter. Jetzt muss ich gleich so hart pushen. Wie? Komm. Okay, ich rette mich auf den 8. Okay, Attacke, komm. Dann muss ich die Durchfahrtsstrafe antreten. Jetzt. Ansonsten werden, glaube ich, am Ende 30 Sekunden draufgerechnet. Und das möchtest du ja nicht. Kommt schon, Mann! Alter. Route the outside. Ah, Mann! Diese verdammte Durchfahrtsstrafe hat mir. Ja. Kann mir irgendwer sagen, wie man dieses Ding anhält? Button gewinnt. Glückwunsch, Mann. Und ich lande auf einem 5. Platz. 5. Ja, liebe Freunde, 5. Platz. Ja, sage ich gleich noch was dazu. 20 Sekunden. Steht denn bei mir immer noch Durchfahrtsstrafe? Hä? Oje. Scheiße. So fährt kein jetzt noch in die Box? Das Rennen ist zu Ende. Ja, liebe Leute, ich hoffe, das ganze Video hier hat euch bestens unterhalten. Also ein völlig bekloppter Grand Prix.
mit Regen und am Ende Soft und so weiter und so weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und vergesst nicht auf Abonnieren zu klicken, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Ich habe euch mal unten in der Videobeschreibung den Link von der Matrix reingehauen. Ihr seht hier nochmal ein paar Ausschnitte von der Matrix, von der Internetseite. Da gibt es Ergebnisse, Kalender, Power-Ranking, Statistik. Guckt da mal rein. Es ist wirklich eine super Arbeit, die der Eduard macht. In diesem Sinne, schöne Grüße gehen raus. Ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis demnächst und ciao, ciao.